Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Tränenfieber Nordic Hust. Deine rauchige Gegend hier. Herzlich willkommen zurück. Wir warten immer noch mit unserem Zug auf Einlass, sozusagen. Und kriegen den nicht. Immer noch nicht? Da kommt schon wieder einer. Und die haben jedes Mal Vortritt. Wie kriegen wir denn jetzt den Zug hier aufs Gleis? Na, auf dem Gleis ist er, auf die Linie. Eigentlich ist es egal, den Fahrplan und alles hat er. Nur, wir haben die Züge eigentlich nicht gekauft, damit sie hier stehen, sondern damit sie hier durch den Bahnhof durchrasseln. Und dann hier, ja, nach da fahren. Kommt hier gleich noch einer? Ja, da kommt tatsächlich noch einer. Das ist ja nicht zu glauben. Der Zug kommt hier nicht raus. Das war dann wohl doch nicht so eine ideale Wahl. Jetzt hieß es sowieso zu der Strecke, warum baust du die nicht zweigleisig, beziehungsweise alles gleich mal zweigleisig? Ja, könnte man machen. Ich möchte das aber jetzt noch nicht machen, denn hier der Bahnhof Ebermannsdorf, der wird sowieso irgendwann früher oder später fällig. Der wird ausgebaut hier. Das mit einem Gleis hat ja keine große Zukunft. Hier fahren doch schon ein paar Züge und Linien rum, rein und raus. Und die brauchen natürlich auch Platz. Das könnten wir, ja, wir könnten das jetzt machen. Wobei, das, ich möchte jetzt den Zug hier weg haben. wenn ich den mal anhalte. So. Dann müsste der doch da eigentlich fahren dürfen. Dann können wir den gleich wieder fahren lassen. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Wir haben noch Kommentare. Dankeschön. Werden wir uns gleich... kommt jetzt von hier noch einer? Ich glaube, ich spinne. Jetzt kommt von da wieder einer. Wollen die mich ärgern? okay, ich mache mal schneller. So, einmal abladen, einmal aufladen. Und tschüss. Doch nicht tschüss? Jetzt tschüss. So, jetzt. Das muss zu schaffen sein, dass wir die... Das sind sogar zwei Züge nämlich. Jetzt. Ach, Herr Jemine. Dankeschön. Ich lasse gleich mal eh schneller laufen. Da kommt der zweite. Wir lassen den noch angehalten, dass der zweite auch rauskommt. Sonst kommt der da nicht raus. So, der düst da weg. Und okay, jetzt hat es geklappt. Jetzt darf der fahren. Das heißt, er wartet jetzt natürlich, weil jetzt die eben Vortritt hatten. Puh. Das war jetzt doch eine Zahngeburt. Da muss man vielleicht ein bisschen besser darauf aufpassen. Ich mache mal wieder Normaltempo. Dass man die Depots ein bisschen besser baut. Nicht irgendwie so in ein Ballungsgebiet rein, wo dann eben die Züge halt nicht mehr rauskommen. Wenn man nur ein Gleis hat. Sowieso. Gut, jetzt hier. Wir müssen mal gucken. Wir haben immer noch ein Stück Gleis. Das wurde schon vor 2 Folgen gemeldet. Ich habe es aber vergessen, muss ich zugeben. Das müsste hier irgendwo sein. Ich muss mal nochmal... Ah, ich sehe es schon. Tatsächlich. Dankeschön. Einmal mehr. Das muss man erstmal sehen. Nicht schlecht. Das ist mir jetzt wirklich nur aufgefallen, weil ich danach gesucht habe. Das hätte jetzt da auch nicht gestört, aber es sieht natürlich einfach auch nicht schön aus. Also von daher gehört das da auch weg. Absolut richtig. Gut, dann das hatten wir. Oh ja, yeah, oh, da kommt was. Ja, Straßenbahn. Okay, schön. Ich vermisse ein bisschen neue Lokomotiven, muss ich sagen. Deswegen stellen wir hier wieder auf schnell. Solange wir nicht explizit zugucken, würde ich sagen, machen wir das hier mit Vollgas, damit wir eben ein bisschen vorwärts kommen. Eben hier Linie ausbauen, das habe ich gerade erklärt. Und das andere war dann in Sierksgrade, das ist hier unten. Jetzt kann ich hier wieder auf Normaltempo gehen. Jetzt gehen wir wieder gucken sozusagen. Cooler Bahnhof hier, so eingebettet irgendwie. Da hieß es, dass wir die Bus- oder Tramlinie so gebaut haben, dass die nicht in die Mitte der Stadt kommen. Das sehe ich von hier aus schon. Moment, wir machen das anders. So, das ist einfacher. Ja, die geht halt einfach nur außen rum. Das ist wohl wahr. Und in der Mitte drin, genau, das sind die roten Geschäftsgebäude. Die sind hier außen aber auch ein bisschen. Also wir tangieren die Geschäfte sozusagen. Aber hier mittendurch geht nichts. Das ist richtig. Da wurde vorgeschlagen, noch eine Haltestelle hinzustellen oder eine zusätzliche Buslinie zu machen. Ich würde sagen, das machen wir aber nicht jetzt, sondern später. Denn diese Bus- und Tramlinien, die sind sowieso alle noch nicht fertig. Da ist ja, die Städte wachsen. Guck mal hier außen, da ist auch nichts. Also wir haben das Nötigste jetzt hier mal gemacht. Und ich möchte halt in den Städten wirklich jetzt zu Beginn einfach das Nötigste machen, damit wir die Städte alle angeschlossen haben. Oh, schön. damit wir die Städte alle angeschlossen haben und
ja, dass sie Busversorgung haben. Das haben wir, glaube ich, jetzt aber auch bei allen soweit. Das heißt, wir könnten jetzt dazu übergehen, eine weitere Stadt anzuschließen. Das werde ich auch machen. Ich muss aber noch ganz kurz gucken. Wir haben irgendwo doch noch eine 25% Ersetzungsdingens. Das war, glaube ich, bei den... Moment. Bei den Gütern. Irgendwo bei den Gütern. War das hier? Tatsächlich. Okay, jetzt ist die Frage, sind die alle schon ersetzt? 2. Ja, dann können wir das hier nämlich wieder abstellen. Sonst werden die jedes Mal nach 25% ersetzt. Und das geht dann ordentlich ins Geld. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Gut, lasst uns doch mal die Ecke hier hinten noch fertig machen. Haben wir ja schon, sehe ich gerade. Hier gibt es nichts mehr fertig zu machen. Wir müssten die Städte noch mit Gütern beliefern. Das wäre noch. Wenn jetzt hier gerade irgendwas uns anspringt, warum nicht? Und sonst werden wir noch ein Städtchen dazu nehmen. Ja, da springt irgendwie herzlich wenig. Wir haben hier Kohle bis zum Abwinken. Aber Erz fehlt dafür. Da ist nochmal Kohle. Kohle. Stahlwalzwerk. Hier hinten Kohle. Kohle. Heieiei. Das ist wieder unglücklich. Hier nochmal Kohle. Das ist ein bisschen unglücklich verteilt, würde ich mal sagen. Naja gut, da werden wir jetzt nichts dran ändern. Aber wenn wir die Ecke hier hinten jetzt eigentlich so weit abgeschlossen haben, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Im Leben. Aha. Zum Beispiel eine Regiolinie, eine Dreifach-Regiolinie sozusagen, hier von Kolberg, hier rüber nach Nieste und dann nehmen wir hier im Leben noch mit. Oder sollen wir, im Prinzip verbinden wir dann eine Stadt mit zweien, die wir schon haben. Wobei, das ist nicht falsch, aber ich frage mich gerade, ob es nicht intelligenter wäre, hier eine neue Linie so zu machen, aber irgendwie dann fehlt das nachher. Wir verbinden die mal. Das sollte ja auch keine riesige Übung sein. Wobei ich gerade sehe, hier rauskommen dürfte dann schwierig werden. Da müssen wir nochmal mit dem Bagger ran, damit wir die Gleise hier rausziehen können. So wie das aussieht, wenn wir hier lang wollen. Oder sollen wir die Strecke... wo wollen wir hin? Nach Nieste. Wir könnten es ja andersrum machen, genau. Also wir könnten... die Gleise natürlich benutzen, dann müssen wir da gar nichts machen. Falsch überlegt. Wir können nämlich hier runter und dann hier hinten rein. Hier haben wir den Platz. Machen wir so. Gehen wir hier rüber. Gehen da runter. Das ist eine ordentlich lange Strecke. Hier nach Emleben. Ja, machen wir so. Und auf dem Rückweg mit Wänden. Mir wurde mal empfohlen, Personenverkehr nie im Kreis fahren zu lassen, sondern immer wenden zu lassen. Das ist wohl besser. Also die würden hier in dem Leben dann wenden, wieder zurück nach Kolberg. Das heißt, die Gleise haben wir. Dann machen wir jetzt noch neue. Das fängt hier an. Wir müssen mit diesen Gleisen, oder wir müssen dem Zug die Möglichkeit geben, eigentlich ist es ja ein anderer Zug, der soll ein anderes Gleis benutzen. Das ist eine andere Linie, also muss er auf ein anderes Gleis kommen. Also müssen wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Da müssen wir hier vielleicht doch baggern. Also das wäre mal dieses Gleis, das geht hier schon mal nicht mehr wirklich weiter. Wir könnten dem Zug die Möglichkeit geben, hier reinzukommen. Wenn wir hier eine Weiche hinkriegen, müssen wir nicht baggern. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich das überhaupt richtig mache. Eigentlich schon. Doch, das geht. Da ist da vorne das Signal. Ja, das geht tatsächlich. Wir kommen hier halt nicht mehr rüber. Das müssen wir im Moment aber auch nicht. Das können wir... Oder müssen wir das, wenn wir... von hier nach hier fahren. Von hier hier rein. Und hier wieder zurück. Ne, müssen wir nicht. Da kann er rüber. Das passt. Okay, das ist angenommen. Das Signal haben wir da vorne. Das heißt, wir können hier auf dieses Gleis und gehen hier bei diesem Gleis wieder raus. Ergo. Und gehen dann ja, mit einer vernünftigen Kurve. Mit einer, die auch noch ein bisschen Tempo zulässt. Hier 100 klingt gar nicht schlecht. Das ist mir dann doch zu weit weg. 100 ist okay. Schweden. Gehen wir hier rüber. Und nehmen dieses zweite Gleis hier mit. Gucken, dass wir möglichst bald anlegen können. Mit ein bisschen Tempo. Ja, können wir. Dann können wir hier, würde ich meinen, eine X-Weiche hinmachen.
Ja, aber nicht in der Kurve, das geht dann doch nicht. Vielleicht hier. Ja, hier geht's. Bisschen mit Tempo. Mhm. Können wir so machen. Bau nicht möglich. Nein, nein, das kann nicht sein. Bau ist möglich. Jetzt klappt's. Gut, dann kommen wir hier raus, gehen da rüber. Jupp, passt. Dann gehen wir mal weiter. Immer noch mit einer Kurve. Ich würde mal hier rüber gehen. Da wird mir aber die Brücke definitiv zu lang. Das möchte ich so nicht. Wir gehen hier mal normal hin. Ja, das kann man machen. Die Richtung stimmt. Doch, die stimmt. Da können wir noch einen kleinen Bogen hier durch den Wald durchziehen. Machen wir mal. Und jetzt hier mit einer Brücke rüber. Kollision. Aha. Müssen wir ein bisschen in die Höhe. Geht nicht? Geht nicht. Warum geht das denn nicht? Immer noch Kollision. Ja, nehmen wir es wieder weg. Müssen wir ein bisschen in die Höhe. Die Schneise haben wir jetzt aber schon. Dann gehen wir hier mal nochmal hin. Gehen jetzt ein bisschen in die Höhe. Dann müsste es eigentlich gehen. Wenn wir so in der Höhe sind. Ja, dann kommen wir so rüber. Das passt. Ist das halbwegs gerade? Naja. Jetzt ist es halbwegs gerade. Gut, gekauft. Weiter damit. Und dann gleich gucken. Da wollen wir wieder runter, damit wir wieder ebenerdig werden. Halt. Falsche Taste. Kommen wir hier mit dem zweiten Gleis auch rüber. Das wäre natürlich ziemlich wünschenswert, würde ich mal meinen. Ich kann hier eigentlich wieder auf ganz schnell gehen beim Bauen, damit wir vorwärts kommen. Und sehen, was uns da noch an zusätzlichen Lokomotiven erwartet später. Gut. Richtung nochmal checken. Ah ja, das passt. Da können wir hier geradeaus, hier rüber. Gehen ein bisschen in die Höhe. Damit wir da nicht gleich schon zum Tunnel kommen, können wir einen Tunnel vermeiden. Wenn wir hier durchgehen, müssen wir das vermeiden können. Zumindest ein längeres. Machen wir mal so. Jetzt habe ich die Schranke nicht ausgewählt. Das ist halb so schlimm. Dann macht das Spiel das. Jetzt steht halt, entweder steht ein dänisches Teil da oder ein schwedisches. Können wir mal gucken. Ja, das wüsste ich jetzt nicht auswendig. Das ist wahrscheinlich das dänische. Jawohl. Aha, so sieht das schwedische aus. Okay, wir bleiben mal beim dänischen. Wenn das Spiel das ausgesucht hat, wird das auch seinen Grund haben. Ja, weil es halt oben, weil es halt oben in der Liste stand wahrscheinlich. Das dürfte keinen tieferen Beweggrund sonst haben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht zu sehr in die Höhe kommen. Ja, das ist schon okay so. So, nehmen wir das Gleis gleich mit. Was wir haben, das haben wir. Müssen wir es nicht mehr sozusagen hinterher tragen. Weil das geht sogar tatsächlich relativ gut. Bis jetzt zumindest, ohne dass wir hier zu einem Tunnel genötigt werden. Ja, da kommen wir sogar bis nach da vorne. Ohne einen Tunnel. Gut, dann machen wir auch keins. Die Frage ist jetzt, wo machen wir den Bahnhof hin? Landnutzung? Ist eigentlich egal. Ich mit meiner Landnutzung, wenn wir sowieso Busstrecken bauen, brauchen wir das nicht. Aber eine Straße brauchen wir hier. Genau, am besten so. Nein. Nein, nein, nein. So sieht's doch schon ein bisschen besser aus. Wäre halt schön, Bahnhof in der Stadt drin. Hier zum Beispiel. Hier hätten wir schön Platz. Nur, wir wollen nachher hinten auch noch. Das heißt, wir müssen eine gewisse Vorsorge treffen, dass wir dann hier hinten auch wieder rauskommen. Das dürfte schwierig werden. Das ist doch schon ziemlich belebt hier, das Ganze. Vielleicht mit einem Tunnel, dann dürfen wir den Bahnhof aber nicht ganz so nah ransetzen. Na, es wird schwierig. Wir müssen es anders machen. Wir müssen den Bahnhof irgendwo hinsetzen und gucken, dass er halt rundherum bauen. Dann haben wir den Bahnhof dann auch mitten in der Stadt drin. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Straße nehmen, dann gehen wir hier mal runter. Und zwar so. Verbinden das mal. Nee, das ist halt, ja, das ist halt wieder sowas von ungrad. Kriege ich das jetzt hier noch ran? Nee, das hätte mich auch gewundert. Das war jetzt eine ganz interessante Bauweise hier. Wieder Chrom.
Das muss doch irgendwie machbar sein, dass man das so hinkriegt und jetzt raufzieht. Oder nee, das... Nochmal. Dann machen wir... Bauen wir es doch so. Okay, aber mit Baum. Jetzt haben wir hier... Haben wir überall die gleiche Straße? Jetzt muss ich jetzt schnell gucken. Nee. In der Mitte hatten wir eine dicke und sonst haben wir die dünne gehabt. Das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber jetzt müssen wir doch hier eigentlich einen Bahnhof hinkriegen. Frech 5 Gleise. Machen wir mal mittlere Länge. Kann ich hier mit drehen. Irgendwie hier vorne war so mein Plan. Vielleicht sogar ein bisschen so krumm. Das ist auch nicht so schlecht. Jetzt frage ich mich gerade, wie sind wir denn... Moment, Autosave. Perfekt. Genau, wenn ich gucken will. Ich nehme den Bahnhof mal mit. Wir kommen hier mit dem Gleis und gehen dann hier so rein. Aha, das heißt, wir könnten eigentlich auch vorne rein. Ja, erwische ich's? Ja. Zwar so. Oh, oh, oh. Okay. Eieiei. Da hat's wieder eine Grube geschlagen. Oh Gott, unser armer europäischer Norden. Ja, lauter Löcher. Wo gehen wir denn jetzt hier lang? Eher hinten rum. Oder doch nicht? Doch. Und dann hier rauf nach, hier oben ist es. Ja, da müssen wir wieder, da müssen wir doch so eine Art Kopfbahnhof machen draus, dass er hier wendet und mit dem Gleis zurückfährt. Okay, dann machen wir das. Das gäbe hier also, nee, ich nehme erst das zweite Gleis. Damit ich hier möglichst nah an die Straße rankomme. Das hier auch dazu. Okay. Drehen und jetzt gucken. Doch, da müssen wir... Eigentlich müssten wir da ohne größere Probleme hinkommen. Ja, das kann ich so aber nicht bauen. Das muss ich in Schritten bauen. Sonst kommt die Kurve uns zu nah. Also, wenn wir das so machen... Von der Richtung her. Ja, genau, sonst macht er da eine zu spitze Kurve. Okay. Machen wir es so. Dann funktioniert es auch. Jetzt komme ich hier nicht durch. Das darf ja nicht wahr sein. Jetzt habe ich extra geguckt. Nein! Das ist ja doof. Extra darauf geachtet. Ah, und dann kommen wir doch nicht durch. Ja, okay. Ihr kriegt die Straße gleich zurück. Die muss jetzt nicht unbedingt haargenau da entlang gehen. So. Sondern die geht haargenau hier lang. Moment. Hier und dann nach hier. Okay. Passt auch, denke ich mir. Gut. Gleis holen. Einmal hier und ziehen. So. Da vorne. Ich kontrolliere lieber nochmal. Doch. Ist das richtige Gleis? Müssen wir da hinten noch gucken wegen einer X-Weiche. Werde ich gleich machen. So, hier hin. Und jetzt, wo können wir hier... hier unten wird es wahrscheinlich schwierig. Genau, weil da kommen wir wieder in eine Kurve rein. Hier haben wir eine Kurve und nicht mal die Gleise zusammen. Hier müsste es eigentlich langsam gehen dann. Doch nicht. Hier auch nicht? Na, jetzt komm. Hier geht's. Gut, dann machen wir die Weiche eben hier. Hilft ja nix. Gut. Alles gemacht. Signale. Können wir... Uah, abgerutscht. Können wir hier... Hier hinstellen. Einmal drehen. Dann hier... Uah, in vernünftigem Abstand mal wieder. Und dann gibt es hier im Wäldchen drin. Blocksignale. Hat es das genommen? Ja. Okay. Hier in der Grube drin. Nochmal. Blocksignal. Und da vorne geht es dann schon Richtung Bahnhof. Da können wir aber eigentlich hier auch nochmal. Wir können hier sowieso ein paar Züge hinstellen, denke ich mir. Dann machen wir hier einmal vor der Brücke. Und nochmal. Und hier vorne ist dann eh schon die Weiche, genau. So, vor die Straße damit. Und
hier wieder in ordentlichem Abstand. Etwa hier. Und dann hätten wir das eigentlich soweit. Sehe ich das richtig? Hui, da rasen sie durch. Wow, das ist ein Tempo. Okay, ja, jetzt müsste eigentlich soweit stimmen. Zumindest die Verbindung. Jetzt haben wir doch, ja, die hier hinten haben wir ja auch. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Sollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Allora, wenn wir eine neue Linie machen. Ich mach mal langsamer. Neue Linie von hier. Von M-Leben nach hier oben. Ja, sonst, ich muss mal gucken. Jetzt werde ich sagen, er soll noch nach hier hinten. Mal gucken, ob er dann das richtige Gleis nimmt im Bahnhof. Hier können wir auch noch ein neues Gleis zuweisen. Werde ich gleich noch machen. Würde ich aber gucken. Hier drin muss er jetzt eigentlich gewechselt haben. Anders geht's gar nicht. Ja. Hat er gemacht. Erst war er ja auf diesem Gleis. Jetzt hat er das hier genommen, weil er... Oder weil das Spiel gemerkt hat, wenn er hier wieder weiter muss. Genau. Dann wechselt er hier rüber. Dann geht das gar nicht anders. Gut. Jetzt würde ich sagen... die könnten wir eigentlich gerade mal benennen, die Strecke. Und zwar... Ja, zurück müssen wir ja auch noch. Wir müssen dann wieder von Nieste. Hier hinten. Das wäre hier. Wieder zurück nach Kolberg und von Kolberg wieder nach M-Leben. Das wäre wieder da unten. Das stimmt. Also das wäre dann die Regio. M-Leben. Habe ich immer M-Leben gesagt? Kann sogar sein. Von M-Leben nach Nieste. Kolberg ist ja schon wieder die Rückfahrt dann. Ja, das passt. Farbe gefällt mir soweit auch. Gut. Was wollte ich denn jetzt? Genau, hier hinten noch schnell ein Gleis zuweisen. Da hätte ich jetzt die Linie gar nicht wegmachen müssen. Ich mache hier mal Pause kurz, denn wo wollen wir denn hin? Auch wir könnten natürlich sogar in dieses Gleis rein. Dafür ist aber die Weiche hier zu nah. Das heißt, wir nehmen hier mal Signal weg. Das Ding hier auch. Wir können auch ins andere Gleis. Eigentlich ist es egal, in welches wir gehen. Wir wenden dann ja sowieso wieder. Wir müssen einfach reinkommen hier. Also, wenn wir hier anlegen. Okay, dann müssen wir jetzt hier rein. Das muss nicht allzu schnell sein, nicht mit allzu viel Tempo. Dann machen wir die Weiche hier hinten. Und dann müsste das stimmen mit der Verbindung. Jetzt brauchen wir hier aber noch ein Signal wieder, was wir abgerissen haben. Das wäre dann hier. Und das hier ist jetzt ein bisschen nah für meinen Geschmack. Das versetzen wir. Das kommt nach hier vorne. Und guck mal, der hat doch schon wieder gedreht. Der ist doch schon wieder falsch hier, der Vogel. Gibt's ja nicht. Lass laufen. Ja, tatsächlich. Du drehst gleich wieder. Dankeschön. Dass die immer drehen, sobald man irgendwas macht. Eigentlich kann man es sich schenken, in den Pausenmodus. Der ist richtig, den Pausenmodus zu wechseln. Denn sie machen sowieso, was sie wollen. Also sie drehen und wenden, wie sie gerade lustig sind. Gut, habe ich es gesehen. Jetzt stimmt's wieder. Und hier stimmt soweit auch. Der Bahnhof hat dann ja ein Signal. Gut, Züge kaufen und zuweisen. Hier haben wir ein Depot. Wir nehmen mal... haben wir hier... Ich glaube, bei denen haben wir Doppeltraktion gemacht, weil es hier doch ein bisschen aufwärts geht. Stimmt das? Ja. 80 Millionen. Ich muss mal ganz schnell ins Geld reingucken. 8 Millionen, 5 Millionen. Okay, wir verdienen Geld, obwohl wir bauen. Das ist ein gutes Zeichen. Dann können wir hier eigentlich auch Doppeltraktion machen. Solange wir... Geld ohne Ende haben... Ich bin wieder abgelenkt hier. Das, Entschuldigung. was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, Geld haben wir ohne Ende. Das passt da oben. Doch, das können wir schon machen. Gut. Hier unten. Züge kaufen. Züge kaufen. Die schnellste Variante. Was ist hier gleich nochmal der Unterschied? Wir nehmen die mal. Ja, der Unterschied liegt im Preis. Die ist günstiger. Wir nehmen mal den. Einmal, zweimal. Mit diesem Wagen.
1, 2, 3, 4, 5 würde ich mal sagen. Da gehen nur 6 Passagiere rein. Hier würden 8 reingehen, ist dafür ein bisschen langsamer. Okay. Du musst noch runter. Ja, jetzt haben wir das wieder. Wenn ich dich nochmal runter tue, dich rauf. Genau, dann machen wir es eben so rum. Ist ja egal. So, gut, klonen. Nochmal klonen, nochmal klonen. 4 Züge, ist doch eine relativ lange Strecke. Alle zuweisen, das wäre dann Regio M-Leben Nieste. Genau. So, gehen wir mal gucken. Dann haben wir halt nur eine einzige Stadt zusätzlich ans Netz angeschlossen, so wie es aussieht. Aber, also nicht so wie es aussieht, sondern das haben wir. Das ist aber nicht so tragisch. Oh, kommt der Zug hier gar nicht rüber? Doch, eigentlich würde der rüberkommen. Was machst du denn? Du musst nachher auf dieses Gleis. Schaffst du das hier vorne denn noch? Doch, wir haben hier eine X-Weiche. Gut, das müsste eigentlich klappen. Hätte er auch einfacher haben können, indem er hier schon gewechselt hätte. Aber okay, muss er nicht. Kann auch hier reinfahren. Was haben wir hier an Leuten? Hier warten welche, das ist aber die andere Linie. So, bitte, bitte mal noch neue Züge. Jetzt haben wir doch schon 2000 haben wir noch nicht. Nein, 1906 haben wir. Da müsste doch dann mal noch was kommen mit neuen Zügen. Da kommt schon der nächste. Ah, weil sie ein Signal haben da. Okay. Jetzt mal gucken. Wechselst du tatsächlich da vorne, so wie du sollst? Eigentlich muss er fast. Da wird ihm nicht allzu viel übrig bleiben hier. Eh schön. Hier so eine Doppeltraktion. Nee. Ah, da fehlt ein Stück Gleis. Guck mal. Kein Wunder, dass der das so macht. Der kann hier gar nicht durch. Ergs. Ja, das ist natürlich schnell behoben. Okay, die nächsten können diesen Weg nehmen. Ach, der muss ja nicht mal wechseln. Okay, das stimmt jetzt auch wieder. Gut, der hätte die Weiche da nicht gebraucht, aber wir haben sie. Der fährt jetzt auch hier rein. Das kann gut sein, dass jetzt der nächste, der hier rauskommt. Ich wollte gerade sagen, dass der hier reingeht. Macht er aber auch nicht. Auch kein Drama. Solange sie früher oder später alle auf die Strecke finden, beschäftigt uns das nicht weiter. Was mich jetzt gerade beschäftigt, ist der Takt. 3 Minuten, das ist okay. Für einen Zug, würde ich sagen. Lassen wir so. Hast du schon Leute an Bord? Tatsächlich, guck mal. Die ersten 2 Leute sind schon eingestiegen. Sehr schön. Das ist sie. Das ist dieses coole Städtchen hier mit Berganschluss. Da müssen wir auch mal noch gucken. Wegen Gütern, das war sowieso, nee, das war das Städtchen, wo wir geguckt haben, wegen Gütern, das ist hier eher der Kohlemoloch. Okay, trotzdem müssen wir natürlich irgendwann hier noch für Güter sorgen. Oh, da wird gekreuzt. Sehr nett. Ist halt alles baugleich, das stört mich schon. Ich kann es halt nicht ändern, das heißt, ich könnte es ändern, ja, indem ich Mods installiere, dann haben wir aber nicht mehr das Nordic DLC, zumindest nicht das unverfälschte. Und ich werde das jetzt hier wirklich mal noch so durchziehen, bis es ein Problem gibt. Also bis wir halt merken, oh, wir haben keine Güterwagen mehr oder irgendwas. Und wenn das passiert, dann werde ich halt Mods installieren, die das ersetzen. Da muss ich da mal gucken. So, schön. Ich würde eigentlich noch gerne dem Zug zugucken, wie er dann die neue Strecke befährt hier hinten. Das dauert aber fast ein bisschen zu lange, denn der muss ja erstmal hier ankommen. Wobei, ja, komm. Hier ist er ja schon. Das machen wir. Da fahren wir gleich mal mit. Denn die Strecke, die er jetzt zurückgelegt hat, die kennen wir schon. Jetzt gucken wir mal, wie er hier fährt. Man hat das Gefühl, das Spiel läuft schneller. Irgendwie, ich bin mich bei diesem Nordic DLC gewohnt, dass die Züge nicht so schnell sind. Der hat doch einen ordentlichen Zapfen drauf. Richtig angenehm. So, mal gucken, ob der da vorne dann das richtige Gleis findet. Mal schauen. Und mal gucken, was er hier mitnimmt. 7 Leute hat. Sehr schön. Die kann er hier laden. Mal gucken, ob wir sehen, wie die Türen aufgehen. Ja, sehr schön. Danke noch für den Tipp aus den Kommentaren. Der stand beim Hauptspiel, wenn die Maus hier anfängt, blöd die Sachen zu verdecken, hier unten auf die Jahreszahl fahren, dann verdeckt sie nichts mehr. Darauf hätte ich eigentlich auch selber kommen können. Das ist natürlich ein relativ guter Tipp.
Hier, da kann man machen, was man will, da verdeckt man nichts mehr. Sehr schön. So, jetzt wollten wir aber hier mitfahren. Unsere neue Strecke. Puh, jetzt hier vorne sollte er dann wechseln. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Immer wieder schön, Züge, die über Weichen fahren. Genau. Nett. Das ist ja mit diesem Wald, es ist einfach immer wieder, wenn man dann auch mal wieder Hauptspiel aufgenommen hat, auch mal wieder ist gut, mache ich ja eh fast jeden Tag, dann ist einfach schön, hier wieder mal durch die Waldgegend zu fahren. Hier mit der neuen Brücke. Und das Wasser sieht halt wirklich auch hammermäßig aus. Das ist im Vergleich zum Hauptspiel schon ein Riesenfortschritt. Und das ist eine Mod. Es ist nicht mal Train Fever 2 oder 1,5. Das ist einfach eine Mod. Da kriegen die das Wasser so hin. Respekt. Abgesehen davon, dass ich auch mal sagen muss, dass die Performance auch der Hammer ist. Also dafür, dass hier Baum an Baum gereiht ist, läuft das dermaßen flüssig. Heiliges bisschen. Cool. Gut, und wir tuckern jetzt hier durch den Wald durch. Ist doch eine relativ lange Strecke bis nach da hinten. Ach, wisst ihr was? Wir überholen den Zug mal, denn ja, so massiv spektakulär ist die Strecke hier nicht mehr. Das ist einfach immer wieder durch den Wald durch. Denn wir sollten den Leuten hier hinten in M-Leben auch noch Busse spendieren. Das werden wir noch machen. Denn halt, falsch, das wollte ich nicht. Ich wollte die Landnutzung haben. Die brauchen wir für die Busse. Das ist doch hier relativ ordentlich angeordnet. Da fehlt aber noch ein Sträßchen. Kriegen wir das hier noch halt noch so hin? Ja, kriegen wir. Ja, ist halt ein bisschen gebogen. Das ist Wurst. Haltestelle haben wir die hier. Eine andere haben wir im Moment nicht. Ja, die hätten wir noch. Wir können natürlich auch die mal verwenden. Dann hätten wir nicht immer die gleiche. Ach so, ich wollte gerade sagen, das hängt doch im Bahnhof rein. Ne, da hat Perspektive getrügt. Die Frage ist, können wir das noch kopieren? Also wenn wir es so hinhängen, hier das Ding, dann müsste es gehen. Genau, gut. Und für die Innenstadt nehmen wir natürlich wieder die hier. Und jetzt gehen wir, wo gehen wir lang? Wir gehen hier rüber, lassen den Timer weg und gehen oben durch. Gut, hoch. Also einmal hier. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rauf. Dann hier rauf. Da haben wir schön die ganze Freizeit noch. Hier haben wir die Geschäfte. Und hier diesen Wohnbereich nehmen wir natürlich auch noch mit. Der ist so intensiv grün, das wäre verschenktes Geld, wenn nicht. Und gehen hier rein oder gehen wir außen rum? Ich würde sagen, wir gehen außen rum. Hier ist es zwar, hier wohnen mehr Leute, aber hier werden künftig ja noch Leute hinziehen. Hier an diese Straße, nehme ich mal an. Also, dann wären wir dort. Ja, das müsste reichen. Neue Linie. Das wäre dann, Moment, Kutschen. Kutschen im Leben. Halt, im Leben, stimmt das? Im Leben, jawohl. So, ja, jetzt habe ich sie dazu gemacht, sehr intelligent. Ich bräuchte die Kutschen im Leben. Hier, ich wollte gerade Fahrzeuge kaufen, aber erst müssen wir ja mal die Linie noch einzeichnen, bevor wir hier irgendwelche Fahrzeuge kaufen. Müssen wir nicht, wir hätten auch zuerst die Fahrzeuge kaufen können, das ist natürlich auch klar. Stimmt denn das? Doch, das stimmt. Aber ich habe es mir jetzt irgendwie so rum angewöhnt und dann, ja, dann mache ich das auch so, wie ich es mir angewöhnt habe. Okay, hier wieder runter, nach hier und jetzt den ganzen Spaß wieder zurück. Da werde ich auch oft gefragt, warum ich das immer mit einer Linie mache. Das könnte man auch mit zwei Linien machen. Das ist natürlich absolut richtig. Es geht halt so einfacher und es ist dann nur logischerweise nur eine Linie. Und das ist meiner Erfahrung nach massiv performance-schonend, wenn man dann mal wirklich ganz viele Linien hat. Jetzt im Moment würde es noch nicht viel machen, aber im Laufe der Zeit merkt man es dann, wenn man sehr viele Linien hat, dann geht die Performance runter. Ich kontrolliere gerade, ob wir alles angeschlossen haben. Ich vergesse immer gerne mal wieder irgendwo eine Haltestelle. Doch, haben wir. Also Kutschen im Leben passt. Kutschen im Leben braucht ein Depot. Würde ich mal sagen, das hier.
Straßenfahrzeuge kaufen. Oh. Oh, oh, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir's. Käse. Ja, jetzt haben wir das Nordic-DLC-Problem. 1907. Es gibt keine Straßenfahrzeuge mehr. Weder Passagier noch Güter. Okay, dann werden wir... Ich muss mal gucken, ob wir... Haben wir Tram? Tram haben wir. Okay, dann müssen wir hier aber noch Gleise verlegen. Okay, wenigstens... Irgendwas können wir fahren lassen. Ist zwar nicht das, was wir ursprünglich wollten. Aber... Naja, Tram ist auch schön. Also hier raus. Jetzt brauche ich aber die Linie nochmal. Moment. Tram-Depot machen wir zu. Die Linien machen wir auf. So, damit ich sehe, wo es lang geht. Ah, wir fahren sowieso am Depot vorbei. Das ist natürlich relativ praktisch. Ich mache gleich mal noch ein... Kommen wir hier nicht rüber? Irgendwie möchte ich hier kein Gleis ziehen. Doch, jetzt geht's. Jetzt haben wir hier den falschen Bahnhof. Hier kriege ich kein Gleis hin. Okay, da reißen wir nochmal ab. Machen hier... Ist natürlich alles konzipiert. Halt. Falsch. Für Busse. Wir brauchen jetzt aber das hier. Genau. Kopieren das wieder. Okay, und jetzt hat es hier schon Gleis. Und hier gibt es gleich. Da fehlt hundertprozentig wieder irgendwo ein Gleis nachher. Ich kenn's doch. Aber egal. Wir werden es rausfinden. Wir können nachher ohne Linienbezeichnung mal schnell reingucken. So ist es schwierig zu sehen. So, hier noch. Hier lang. Da haben wir. Hier haben wir nicht, also müssen wir. Und hier werden wir und hier tun wir. Und irgendwann sind wir dann einmal außen rum und dann müssen wir überall Schienen haben. Und hier wird schon fleißig gebaut. Haben wir hier auch? Ich denke ja. Also Linie weg, damit wir schnell gucken können. Sieht man ja relativ gut und deutlich hier. Ah, hier fehlt noch. Ja, genau, so die Kreuzungen und Co., die sind immer ein bisschen speziell anfällig, dass man was vergisst. Ich darf natürlich nicht hier den Zeiger rüberhalten, sonst zeichnet es da virtuell sozusagen eine Linie ein, dass so ein Gleis ein, das gar nicht vorhanden ist. Aber ich denke, so im Groben, doch, das passt. Gut, dann kaufen wir keine Busse, sondern wir kaufen Trams. Und zwar 40 km/h, 50. Da könnten wir eigentlich alle dreimal benutzen, wenn wir schon drei haben. Friedrichsberg Sporwagen kaufen. Lied A1 Sporwagen. Okay, das ist ein Sporwagen und das ist ein Sporwagen. Da müsste man dann irgendwie die Sprache noch können. Lied A1 mit Beiwagen. Auch schön. Ja, wir nehmen die doch je zweimal. Dann denke ich, haben wir genug. Zumindest fürs Erste. Wir können ja die Linie angucken. Das müssen wir auch noch umbenennen, das sind keine Kutschen. Ich denke, das ist erwiesen. Machen wir ganz schnell Pause, weil ich möchte natürlich die Trams noch sehen. Kutschen, M-Leben, das sind Trams. M-Leben. Haben wir die Tram benannt oder wie haben wir die denn benannt? Tram, okay. Tram. M-Leben. Gut, dann würde das auch wieder stimmen. Dann können wir jetzt nämlich... gucken gehen, wie die aussehen. Wenn ich noch runterkomme. Doch, wow. Sehr schön. Pomeroy Champagne klingt irgendwie nach Frankreich. Nicht hier nach dem hohen Norden. Oh, ein Privatfahrzeug. Guck mal. Schön. Jetzt fängt es hier langsam an zu bessern. Leben kehrt ein. Auch eine schöne Straßenbahn hier. Ich versuche gerade rauszufinden, was steht hier drauf. Ich mache mal Pause. Moment. Normal Stork Strandwagen Durgarden. Okay, das ist dann definitiv nicht mehr französisch. Gut, was habt ihr für einen Takt? Ihr habt einen Takt von... Ihr seid jetzt aber nicht mehr die Kutschen, ihr seid jetzt Trams.
die Trams, die Tremmer, die Trümmer. 86 Sekunden, ja. Ich denke, kann man mal noch stehen lassen. Vielleicht noch ein Tram mehr dazu. Aber das pegelt sich sowieso noch ein bisschen ein, sobald die hier gefahren sind. Gut, und da kommen sie das erste Mal an den Bahnhof. Sehr schön. Ich würde sagen, mit diesem schönen Bild von diesen wirklich schönen Trams, das ist da sogar noch so eine Art Wendeltreppe hinten drauf. Ist ja voll cool. Oh, und es bimmelt um 8. Da schlägt ja mein Herz höher. Wie schön. Ja, danke fürs Zusehen, liebe Leute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.